jetzt ins Königreich der Feen zurückkehren, indem du dieses Portal verwendest. Ja, vielen Dank auch. Nochmal, hallo, ich bin euer Mr. Wendel 1974. Und dann wollen wir mal gucken, was da ist. Ja, Grüße an die Leute, die im Chat dabei sind. Ja, ihr dürft auch schreiben. Ihr dürft euch, traut euch. Ich beiß auch nicht. Und für die Leute, die auf YouTube gucken, das ist jetzt Folge 2. Wir sind bei Disney Prinzessin Märchenhafte Reise. Und wir haben sozusagen Rapunzel Stufe 1 abgeschlossen. Wir gehen jetzt einfach mal durch das Tor. Wie geil ist das denn? Ach so. Mit Willkommen Space. Zurück. Du kannst dein Zimmer anpassen, dich um den Zaubergarten kümmern, Dinge einkaufen oder ein anderes Abenteuer wählen. Wo kann ich denn hier einkaufen? Was hat hier? Ne, da kann ich noch nichts machen. Das ist wahrscheinlich die Welt, die dann aktiviert wird, wenn man die anderen wahrscheinlich abgeschlossen hat. So wie bei den anderen Games halt auch. Halt so ein bisschen Kingdom Hearts Light. Ja, aber wo kann ich den hier kaufen? Ich sehe da jetzt nicht so was. Dann kann ich zu meinem Zimmer, ne? Aber da kann ich ja auch nur wieder Möbel kaufen. Das will ich ja gar nicht. Geht's denn da lang? Was ist das denn für eine Tür? Kann ich auch nicht öffnen. Okay. Jetzt wird's aber interessant. Ja, wahrscheinlich kann man echt nur am Brunnen kaufen, ne? Dann machen wir jetzt mal eben einmal. Herzlich willkommen bei Shopping Tour 22. Ah, wow, und schon wieder da kann ich ja wieder alles abräumen. Willkommen zurück. Du kannst dein Zimmer anpassen, dich um den Zaubergarten kümmern, Dinge einkaufen oder ein anderes Abenteuer wählen. Über die Hecke kann ich nicht springen. Aber egal, das heißt, wenn ich hier immer leveln kann, dann mache ich das theoretisch mal offscreen und dann kaufen wir alles leer. 300. Brauche ich doch nie im Leben. So, komm. Erstmal Kleiderschrank. So, alles. Ja. Zack. So, weg. Zack. Es gibt nichts mehr zu kaufen. Wie? Durch? Wo ist er denn da? Ist das jetzt mehr? Oder war das gerade immer schon so teuer? So, das ist weggekauft. Das ist noch nicht. Zack. Zack. Okay. Da machen wir doch einmal kurz. Moment, 18, das holen wir doch mal eben noch. Dann haben wir das nämlich leer gekauft. Ja. Aber das ist wie alles weg, dann gehen wir doch mal einmal wunderschön die Klamotten anpassen. Ja, 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 kümmere dich um die Blumen. Ja, 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 ist schon klar. Wie gesagt, erst Klamotten, dann Einrichtung und dann Blumen. Komm.
Ich freue mich, dass ich das so machen kann. Ei, alles freigeschaltet. Mal eben schon wieder 50. Ach so, deswegen soll ich mich um die Blumen kümmern. Ja. So. Zack. Genau, alles weg. Obwohl, die kosten ja gar nichts, ne? Hier theoretisch auch alle kaufen. Das können wir erstmal wegmachen. Ach, eins von zwei. Ach, da kann ich dann jeweils zwei kaufen, oder wie? Aha. Was, ich nehme Edelsteine? Okay. Das heißt, da kann man tatsächlich mal zwei von kaufen. Interessant. Okay. Gut. Ja, ja, ich kümmere mich gleich schon um die Blumen. Keine Panik. Gegossen werden willst du nicht? Willst du ein Lied abkriegen? Auch nicht. Super. Ja. Alles richtig gemacht. So, jetzt wieder ab zu Rapunzel. Level 2 sozusagen. Wenn du möchtest, kannst du hier deinen Tanz üben. Hä? Um zu tanzen, drücke die Pfeiltaste, die der Richtung des Pfeils auf dem Bildschirm entspricht. Okay. Warum muss ich das drücken? Ja, wäre mir schön, wenn du mir das anzeigst, wann. Ja, ich drück das schon. Ist was. Es ist aber ganz hauchdünn zu erkennen. Jetzt machen wir nochmal. Das kriegen wir besser hin. Ich als alter Dancing Stage Revolution Experte und SingStar Profi. Das ist noch nicht mal gelogen. Warum sie jetzt eben Tanz üben will, aber den machen wir gleich schon perfekt. Toll. Nu? Was ist da für Punkte, oder? Wiederholen kann ich das nicht? Wie doof ist das denn?
Oder hatte ich das schon auf Maximum? Verstehe ich nicht wirklich. Ne, Zimmer wollte ich gar nicht. Ich will zu einem Portal. Hier will ich hin. So, einmal zu Rapunzel. Kapitel 2. Hey, dich kenne ich doch. Ach. Flynn und ich sind gerade im Königreich angekommen. Aber die Palastwache war auf der Brücke. Also musste sich Flynn verstecken. Wir wollten uns im Dorf wieder treffen. Aber jetzt versperrt uns diese komische Wand den Weg. Ich glaube, ich kann helfen, Rapunzel. Gib mir einfach ein paar Minuten. So ein Schloss habe ich noch nie gesehen. Mal sehen. Oh, ich wette, man muss die Farben abgleichen. Ich muss nur meinen Wirbelzauber einsetzen, um jede einzelne Lampe in derselben Farbe zum Leuchten zu bringen, wie das Muster auf dem Boden, das auf die Lampe zeigt. Sobald alle Farben übereinstimmen, sollte die Sperre verschwinden. Okay, das hört sich vernünftig an. Rapunzels lavendelfarbenen Kristall, um diese Schatztruhe zu... Die Lampen müssen mit den Farben auf dem Boden übereinstimmen. Ja. Okay. Ist ja nur rot, oder was? Ist jetzt nicht so schwer, das Rätsel, oder? War der jetzt nur rot, oder? Du benötigst Bells Kristall, um diese Schatztruhe zu öffnen. Ach, die jetzt. Die Lampen müssen mit den Farben auf dem Boden übereinstimmen. Jetzt habe ich es begriffen. Jetzt sind wir sozusagen bei Level 2. Ne? Mal eben hin. So einfach ganz vernünftiges Ding. Vor allem ein bisschen abwechslungsreich. Hauptsächlich immer wieder Kobolde Geht erlegen. Geht zu Rapunzel zurück. Sie befindet sich am Eingang zum Dorf auf der anderen Seite der Brücke. Erstmal wieder alles abräumen. So gesehen helfe ich da ja auch den Blumen. Halt den anderen. Die halt mir mehr bringen. Was denn? Was war das? Okay, irgendwas mache ich jetzt schon wahrscheinlich richtig, was ich noch gar nicht weiß. Danke, dass du den Weg freigemacht hast. Du kennst dich nicht zufällig auch mit Spinnweben aus, oder? Denn drüben im Dorf gibt es ganz komische davon und ganz viele. Und die sind ganz anders als die Spinnweben, die ich in meinem Turm zu Hause immer wegmache. Eigentlich bin ich ganz gut im Zerstören von Netzen. Keine Sorge, die sind wir bald los. Gehe nah an den Schildkobold heran und verwende den Wirbelzauber, um seinen Schild zu zerstören. Dann kannst du ihn schnell mit Zauberkraft in einen Elfen verwandeln. Okay. Okay, also jetzt machen wir auch. Da haben wir so eine Art Angriffskombination. Okay. Der Bunde.
Na, kriege ich auch keine Anzeige mehr? Aha, ist jetzt schwerer, oder was? Okay, jetzt habe ich eine Anzeige. Verwende den Wirbelzauber, um die Koboldnetze zu entfernen. Also ich weiß, was er entschieden ist. Du benötigst Cinderellas blauen Kristall, um diese Schatztruhe zu öffnen. Gut, verwende den Wirbelzauber, um die Koboldnetze zu entfernen. Hast du das gehört? Das klingt, als würde auf dem Dorfplatz was ganz Aufregendes passieren. Komm mit, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was da los ist. Irgendwas sagt mir, dass das nicht unbedingt erfreulich sein wird. Hoffentlich kann ich helfen. Vielleicht solltest du mit dem Mann bei dem kaputten Wandgemälde sprechen. Ja, wenn ich weiß, wo der ist. Okay. Die Dinger kann ich einsammeln. Diese Lampions oder was auch immer das ist. Okay, du bist derjenige, den ich anlabern soll, dann mache ich das auch. Hast du das Desaster gesehen, das sich zugetragen hat? Unser geliebtes Wandgemälde hat sich vollkommen aufgelöst und die Teile liegen völlig ungeordnet herum. Weißt du was? Ich glaube, ich kann die Teile wieder zusammensetzen. Verwende den Cursor, um dir ein Puzzleteil auszusuchen. Ja, mach ich. Klicke die Maustaste, um es aufzuheben und zu platzieren. Ich habe ja jetzt eine gute Serie, ich kann das. Sogar mal coole Musik, wenn ich das mal sagen darf. So. Das war noch nicht. So. Das ist doch bestimmt... Ne, drehen muss ich nicht, ne? Aber musikalisch macht das Ding doch schon echt was her. Also es ist doch schon... Nicht so eine Graupe. So. Na komm. Passt. Wunderbar. Oh, meine Freundin Rapunzel winkt mir zu. Ich gehe mal zu ihr, um herauszufinden, ob sie was braucht. Auf Wiedersehen. Rapunzel ist bei dem Brunnen auf dem Dorfplatz. Ich bin sicher, sie möchte gerne mit dir sprechen. Ja, dass eine Quest ist, vermute ich ja. Unglaubliche Zeichnung der Dorfkinder an. Ist sie nicht wunderschön? Ich wollte sie Pascal zeigen, aber dann ist er wieder verschwunden. Könntest du mir helfen, ihn zu suchen? Natürlich. Bewege das Vergrößerungsglas über Pascal und klicke mit der Maus auf ihn. Krähen. So, das hat sich nicht geändert. Haben wir. Gemacht. Oh, Pascal, ist diese Zeichnung nicht unglaublich? Vielen Dank, dass du ihn gefunden hast. Du wirst langsam richtig gut beim Versteck spielen. Aber während du weg warst, ist mit dem Wandgemälde erneut was Komisches passiert. Mit dem da drüben. Du hast mir schon beim ersten Wandgemälde so toll geholfen. Könntest du vielleicht auch dieses hier reparieren? Natürlich. Ich glaube, die Frau neben dem kaputten Wandgemälde benötigt deine Hilfe. Ja, natürlich tut sie das. Bin ja auch der Einzige, der das irgendwie kann. Da steht gleich noch einer, hat er wahrscheinlich das dritte Wandgemälde.
war wirklich sehr seltsam. Das Wandgemälde fiel einfach auseinander und der Künstler ist vor langer Zeit weggezogen. Deshalb weiß ich nicht, wie man es wieder repariert. Ich würde es gern mal versuchen, wenn es dir passt. Verwende den Cursor, um dir ein Puzzleteil auszusuchen. Klicke die Maustaste, um es aufzuheben und zu platzieren. So. Was haben wir denn hier Schönes? Na, komm. So, das ist ja schon mal okay. So, dann passt das doch schon und das ist doch schon mal fertig. So, das ist hier. Danke, das war's. Gut gemacht. Oh, vielen Dank, Liebes. Das sieht schon viel besser aus. Wenn du noch einen Moment Zeit hast, ich glaube, der Bäcker könnte deine besonderen Fähigkeiten gebrauchen. Er scheint in letzter Zeit etwas frustriert zu sein. Der Bäcker? Alles klar. Ich kann sicher helfen. Der Bäcker möchte dich sehen. Er befindet sich in der Bäckerei gleich hinter dem Dorfplatz. Natürlich tut er das. Herzlich willkommen bei World of Warcraft. Fantasy-Arbeit. Hurra! Und ich krieg noch nie meine Belohnung. Ich kann mir gar nichts zum Shoppen leisten. Vielleicht geht's da irgendwie weiter. Erzähl. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Ein geheimnisvolles Etwas scheint all mein Gepäck zu essen. Verstehe mich nicht falsch. Ich fühle mich geschmeichelt. Aber Zucker und Mehl sind teuer. Süßigkeiten essen? Hm. Ich wette, ich weiß, was das ist. Könntest du mir die Kuchen zeigen? Pass gut auf die Nachspeisen auf. Verwende dann den Cursor, um auszuwählen, wo sich der Kobold versteckt. Dann wollen wir mal gucken. So ein Hütchenspiel. Okay. Putzig. Das kann ich doch eigentlich gar nicht so schlecht. Man muss einfach nur ausblenden, was unwichtig ist und sich nur auf den zu konzentrieren, der eben sich wirklich bewegt. Wie der jetzt hier. Ja, das kann ich wirklich. Gut, das war jetzt auch nicht so wirklich schwierig, der Level, aber... Oh, vielen Dank. Hoffentlich haben wir das Problem nicht nochmal. Aber ich frage mich, wie das passieren konnte. Was? Egal. Ist dir aufgefallen, dass im Schloss seltsame Dinge passieren? Nein, aber ich sehe lieber mal nach. Natürlich tust du das. Bitte geh zu dem Mann beim Eingang zum Schlosshof. Das tue ich. Ja, aber hier Thema Bilder, ja, das Bild sollte man kennen, ja? Vor allem, wenn man Tangle gesehen hat. Anscheinend sind die Kobolde schwer beschäftigt gewesen, aber das ist in Ordnung. Ich weiß, was ich zu tun habe. Gehe nah an den Schildkobold heran und verwende den Wirbelzauber, um seinen Schild zu zerstören. Dann kannst du ihn schnell mit Zauberkraft in einen Elfen verwandeln. Ja gut, das hatten wir ja schon. Da ist noch einer. Du benötigst Ariels orangefarbenen Kristall, um diese Schatztruhe zu öffnen. Verwandle Kobolde in Elfen, damit die magische Koboldsperre verschwindet. Ja, ich bin dabei.
Noch einer. Wunderbar. Ach, bin schon fertig. Auf dem Boden des Schlosshofs ist da eine Frau, die deine Hilfe benötigt. Natürlich tut sie das. Wie gut, dass der namenlose Protagonist oder die namenlose Protagonistin natürlich stets da ist und sagt, kein Thema, mach ich. Wenn es die beschissenste Quest ist, ja, ich mach's. Interessante Perspektive. Okay. Was meinst du, du könntest uns mit den Laternen helfen? Weißt du, einige davon sind einfach ganz von alleine ausgegangen. Und wenn sie nicht wieder angezündet werden, schweben sie nicht. Und damit wäre das ganze Festival dahin. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Finde die Laternen und setze Wirbelzauber ein, um sie schweben zu lassen. Da krieg ich doch hin. Vor allem sind ja jetzt auch jetzt nicht so unauffällig markiert. Und das war's. Gut gemacht. Alles wieder gut. Jetzt können die Laternen freigesetzt werden. Oh, danke, danke. Du hast das Festival gerettet. Meine Güte, so etwas ist noch nie vorher passiert. Die Laternen bewegen sich in die falsche Richtung. Das war nicht der Wind. Er bläst nicht in diese Richtung. Nein, nein. Wenn alle Laternen verschwinden, fällt das Festival der Lichter ins Wasser. Ich muss die Kobolde aufhalten, bevor sie alles ruinieren und Rapunzels Traum nicht in Erfüllung geht. Ziele mit dem Cursor auf jeden Kobold. Oh. Sobald sich der Cursor in einen Stern verwandelt, klicke die Maustaste, um deinen Zauber einzusetzen. Mach ich. Okay. Also wieder Zielschießen. Und der letzte. Ja. Gut gemacht. Vielen Dank für deine Hilfe. Flynn wird gleich hier sein, damit wir uns gemeinsam die schwebenden Laternen ansehen können. Und ich weiß, dass das ohne deine Hilfe niemals möglich gewesen wäre. Pascal und ich sind sehr froh, dich kennengelernt zu haben. Wenn wir dir irgendwie helfen können... Schlüssel! Eigentlich suche ich einen ganz besonderen Kristall. Richtig! Hast du irgendwo einen gesehen? Ein Kristall? Ach so, das war es! Ich habe einen vor dem Schloss vorbeischweben sehen. Das ist seltsam. Ich wusste gar nicht, dass Kristalle fliegen können. Danke, ich werde ihn jetzt suchen gehen. Es war wunderschön, dich zu treffen. Viel Glück! Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Auf Wiedersehen, Rapunzel! Verfolge den Kobold, der den Zauberkristall bei sich hat. Verwende Zauberkraft, um ihn in eine Elfe zu verwandeln. Aber das Schloss sieht wirklich klasse aus. Also. Gib mir den Kristall zurück! Ein bisschen hinterher rennen. Okay. Ich finde es aber interessant. Das ist ja wirklich mal ein bisschen Plattforming. Den kriege ich ja wahrscheinlich sowieso erst oben. Auf! Ich renne dir 30 Kilometer hinterher. Hm.
Sind wir nicht bald am Dach? Das war's. Gut gemacht. Puh, das war zwar sehr anstrengend, aber auch lustig. Jetzt muss ich den Kristall nur noch dorthin legen, wo er hingehört. Glückwunsch! Du hast dieses Kapitel abgeschlossen. Du darfst jetzt ins Königreich der Feen zurückkehren, indem du dieses Portal verwendest. Du benötigst Ariels orangefarbenen Kristall, um diese Schatztruhe zu öffnen. Du darfst jetzt ins Königreich der Feen zurückkehren, indem du dieses auch. Portal verwendest. Wobei, das mache ich am besten. Weil dann kann ich nämlich gleich nochmal eine Welt betreten und guck mal, was wir noch holen können. Willkommen zurück. Du kannst dein Zimmer anpassen, dich um den Zaubergarten kümmern, Dinge einkaufen oder ein anderes Abenteuer wählen. So, wo war die Truhe? Das will ich jetzt wissen. So, sie hat eine pinke Truhe, ne? Ariels Truhe? Hier war nix, ne? Hier war was. Gut gemacht. Eine Blume. Eine Blume. Wir haben jetzt für den ganzen Mist eine Blume bekommen. Nee, ist klar. Das hat sich ja komplett gelohnt. Cinderellas blauen Kristall, ja. Um diese Schatztruhe zu öffnen. Wahrscheinlich muss man jetzt tatsächlich erst die Welten abschließen und dann nochmal überall rumrennen und abräumen. Wobei, für eine Blume finde ich das jetzt nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Aber ich kann jetzt schon wieder alles Mögliche kaufen. Gemacht. Genau, da gibt es einen Kleiderschrank. Du benötigst Bells gelben Kristall, ja, ich um weiß. Diese Schatztruhe zu öffnen. Das ist bestimmt Rapunzel auch irgendwas. Du benötigst Ariels orangefarbenen Kristall, um diese Schatztruhe zu öffnen. Da ist doch noch was. Gut gemacht. Kehre ins Portalzimmer zurück. Das ist okay, da kann ich doch abkürzen. Willkommen zurück. Du kannst dein Zimmer anpassen, dich um den Zaubergarten...
Kranken kümmern, Dinge einkaufen oder ein anderes Abenteuer wählen. Tja, da würde ich sagen, dann könnt ihr jetzt wieder auswählen. Wo soll es hingehen? Aber das heißt, wir wissen, was wir gleich tun müssen. Beziehungsweise, da ist ja noch eine Truhe, die müssen wir auch noch aufmachen. Na komm. Okay. Gut gemacht. Was habe ich denn jetzt da freigeschaltet? Spannend. So. Also, ich wäre für Arielhausen, aber ihr könnt mich auch woanders hinschicken. Er sagt auch Arielhausen. Dann machen wir das. Auf geht's. Kapitel 1. Oh, hi. Hi, ich bin Fabius. Hast du zufällig meine Freundin Ariel gesehen? Ariel? Nein, ich glaube nicht. Ich werde solchen Ärger bekommen. Ich sollte nämlich auf sie aufpassen. Aber sie wollte auf Erkundungstour gehen. Und da waren Menschensachen und versunkene Schätze. Und dann schwammen sie auf dieses riesige Boot zu. Und ich versuchte reinzukommen. Aber es ging nicht. Keine Sorge, Fabius. Ich weiß, was ich zu tun habe. Um nach oben zu schwimmen, halte die Leertaste gedrückt. Lass sie los, um nach unten zu sinken. Okay. Wir haben neue Steuerung. Gut gemacht. Ach so. Verwende den Zauberstab, um die Kobolde in Elfen zurückzuverwandeln. Das hat sich wahrscheinlich auch in dieser Welt nicht geändert. So. Boah, jetzt habe ich ein bisschen ein Problem. Jetzt weiß ich nicht, ob ich in dieser Schwimmwelt da überhaupt wahnsinnig orientieren kann. Du hast es geschafft. Ja. Danke. Oh je. Ziemlich dunkel hier drin. Schwimmen wir lieber hinein und suchen Ariel, hm? Weißt du, wenn du möchtest, könnte ich versuchen, Ariel zu finden. Natürlich. Falls du was anderes zu tun hast. Wow, das wäre großartig. Denn, ich muss zurück in die Schatzhöhle. Und Platz schaffen für all die neuen Schätze, die Ariel gefunden hat. Das sieht genau, cool aus. Das war's. Ariel ist im gesunkenen Boot. Vielleicht solltest du zu ihr gehen. Wie gut, dass wir das wissen, weil das macht verkürzt die Suche ungemein. Dach. Der Song ist auch geil. Ich meine, um nochmal auf den Fabius-Witz einzugehen. Wer in aller Welt ist in der Lage, auf Ariel aufzupassen. Das ist chancenlos. Das macht ja auch ihren Reiz aus, aber das ist halt, die werden wahrscheinlich mit 120 noch das unkontrollierbare Kind. Also da mache ich mir gar keine Gedanken. Aber ja, das macht ja ihren Reiz und ihren Charme aus. Na, komm, erzähl. Du musst Ariel sein. Ich habe Fabius getroffen und er meinte, du wärst vielleicht hier. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Möchtest du mit mir zusammen nach Menschenzeug suchen? Ach, denn ich könnte deine Hilfe wirklich gut gebrauchen. Jedes Mal, wenn ich so ein Dingsbums finde, schwebt es einfach zum Fenster hinaus. Ist das nicht seltsam? Das klingt wirklich komisch. Wie wär's, wenn ich versuche herauszufinden, wo alles hin ist? Während du noch mehr Schätze suchst. Oh, das klingt nach einem guten Plan. Wir sehen uns bald. Ziele mit dem Cursor auf jeden Kobold. Sobald sich der Cursor in einen Stern verwandelt,
Klicke die Maustaste, das um den Zauber einzusetzen. Aber gut, wahrscheinlich müssen wir die Tutorials machen, weil du kannst das ja in verschiedener Reihenfolge machen. Komm. Next. Und noch einer. Du hast es geschafft. Ich bin gut. Du hast es geschafft. Vielen Dank. Ich bring die hier gleich nach oben und zeig sie meinem Freund Scuttle. Möchtest du mitkommen? Klar. Ich bin nicht sehr schnell, aber ich werde versuchen, Schritt zu halten. Wenn's dir hilft, da gibt es einen einfachen Pfad durch die Schatzhöhle. Fabius kann dir zeigen, wo er ist. Ich glaube, das übernehme ich. Wir sehen uns an der Oberfläche. Fabius könnte deine Hilfe gebrauchen. Er ist in der Schatzhöhle. Tja, dann gucken wir uns das doch mal an. Aber ich kann mir schon vorstellen, und das kann ich schon mal auch jetzt den Leuten im Chat sagen, wir werden das Ding durchzocken. Also jetzt nicht heute Abend, also das tue ich mir dann doch nicht an. Aber wie gesagt, ne, ich muss morgen ein bisschen was für die Arbeit tun. Das ist leider so. Deswegen werden wir jetzt also auch mit Sicherheit für die Leute, die das jetzt bei Twitch sehen, wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig länger als 22 Uhr machen. Deswegen, ich überlege mir gleich, ob ihr noch einen Rausschmeißer bekommt. Für die Leute, die jetzt noch dran sind, dann habt ihr auch wieder was verdient. Und dann machen wir das definitiv morgen weiter. Machen wir also morgen Disney Afternoon und das hier. Und für die Leute, die auf YouTube das gucken, dann denken sowieso, was zieht ihr da für eine Scheiße? Dislike. Hate. Und was weiß ich nicht alles. Marit. Dann kann man hier nicht sehen. Also die Steuerung funktioniert recht gut, was mich jetzt überrascht bei diesem Schwimmlevel. Das ist gar nicht schlecht gelöst, kann ich euch sagen. Deswegen wundert euch nicht, warum ich immer so... Jetzt hake ich natürlich, klar, kaum sage ich, lobe ich irgendwas. Jetzt katastrophal. Aber es steuert sich gut. Für das dieses Pseudo-Hoch-Runter-3D-Physik eigentlich ein bisschen eigenwillig ist, sie funktioniert. Das ist ja das Schöne an Fantasy-Stories. Wenn die Welt an sich funktioniert, kann die vollkommen bescheuert und vollkommen irreal sein. Aber sie funktioniert in sich. Und hier ist die Steuerung funktioniert. Ich würde sie nicht so gemacht haben, wenn ich es selber gemacht hätte, aber... Oh, hier muss ja wieder eine Truhe sein, ne? Oder auch nicht. Toll. Fabius könnte deine Hilfe gebrauchen. Er ist in der Schatzhöhle. Ja, ja, das ist mir schon klar. Einfach nur geradeaus durch. Da sind wir doch schon da. Sieht auch richtig gut aus. Sehr gut getroffen. Wobei, war der in der Mitte so groß? So, da ist Truhe, die wir öffnen können. Gut gemacht. Also irgendwie sinnvolle Sachen kriegt man da nicht, glaube ich, ne? Ja, habt ihr gesehen, also da ist man tatsächlich hängen geblieben an der Klippe, weil es eben so eine komische, ominöse 3D-Perspektive ist. Aber trotzdem, man weiß, was man machen kann. Sie funktioniert. Deswegen, also das ist ganz gut gelöst. Was mich echt überrascht. Puh, du bist da. Puh, siehst du diese großen Blasen? Sie versperren mir den Weg zur Oberfläche. Ich wollte mich ja darum kümmern, aber könntest du dir das vielleicht mal ansehen? Ich meine, da du eh in die Richtung musst? Bring drei oder mehr Blasen derselben Farbe zusammen. Au! Neues Minispiel! Zielen und die Leertaste, um abzufeuern. Runde 1. Das ist jetzt nicht so schwer. Also Buster Move halt, ne? Runde 2.
kann man doch nichts vermasseln, ne? Egal. Runde 3. Das räumen wir trotzdem ab. Noch einfacher. Gut gemacht. Cool. Jetzt kommst du zur Oberfläche. Ich wette, Ariel ist da oben und unterhält sich mit Scuttle. Er weiß alles, was es über Menschenzeugs zu wissen gibt. Scuttle möchte mit dir sprechen. Er ist auf seinem Felsen. Du kannst durch die Schatzhöhle dorthin gelangen. Du benötigst Ariels orangefarbenen Kristall, um diese Schatztruhe zu öffnen. Scuttle möchte mit dir sprechen. Yeah. Er ist auf seinem Felsen. Du kannst durch die Schatzhöhle dorthin gelangen. Wenn ich mich so ein bisschen frage, ob hier nicht auch noch irgendwas für eine pinke Truhe ist, aber ich glaube nicht. Das scheint mir übrigens vom Aufbau auch so ein Level zu sein, der, glaube ich, vor Tangled sein soll, aber das ist egal. Gut, ich würde sagen, hier setze ich einen Cut. Das war Folge 2 von Disneys Prinzessin Märchenhafte Reise von einer Protagonistin, die, glaube ich, immer noch keinen Namen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.